illustrierte Alphabet von Emil Zbinden, von Eugen Jordi, ist in den 40er Jahren entstanden im Schuhhaus Wilergut. Das Wandbild zeigt auf drei Kacheln stereotype rassistische Konnotierungen. Die Kommission Kunst im öffentlichen Raum hat beschlossen, auf Hinweis der Bevölkerung vom Rassismusstammtisch, der sich gestört daran hat, an diesem Wandbild, einen Wettbewerb auszuschreiben, um darüber zu diskutieren, wie mit diesem Wandbild so umgegangen werden soll. Gewonnen hat der Wettbewerb der Verein Das Wandbild muss weg. Das Projekt sieht vor, das Wandbild hier abzulösen, das Wandbild dann ins Historische Museum zu transportieren, wo im April 2024 eine Ausstellung wird stattfinden zum Thema koloniales Erbe und die ganzen Verflechtungen von Bern und Darstellungen zu diesem Thema.